So, seid gegrüßt, hallo und willkommen zurück hier bei Torchlight. Und da begrüßt uns schon der Vulkan. Dieses Jahr, im Jahr 2013, wo wir als erstes natürlich wieder Angriff und Verteidigung, also Stärke und Verteidigung skillen. Und ja, herzlich willkommen in 2013, heute wieder mit mir, wie ihr es hoffentlich mögt. Und jetzt gehen wir mal den Tritt des Titan. Hoffe ich doch. Oder Ansturm? Ich weiß ja nicht. Ich glaube, Tritt des Titan benutzen wir mehr. Ja, und wie man es natürlich hört, hat es mich ein bisschen erwischt. In 2013 ein toller Jahresanfang. Aber das macht uns nichts aus. Wir ziehen das Let's Play durch. Da ist ein Hammer mit 211. Puh, einhändig. Was ein wunderschönes, ja, Hammer. Ja, mich hat's erwischt, deswegen würde ich mal wissen, wie würde denn das aussehen, wenn ich hier den Hammer nehmen würde. Deswegen würde ich erstmal auf Need for Speed verzichten wollen, weil ich eigentlich nur einen Torchlight mit der Stimme nerven möchte, die ein bisschen verschnupft klingt, aber ihr werdet mich nicht los. Ganz im Gegenteil, ich werde weitermachen. Und wir nehmen mal diese Arkebuse. Das ist ein Langlaufgewehr, die Arkebuse. Und ja, natürlich könnten wir auch. Das ist nicht möglich. Das geht auch hier nicht, das ist schade. Ja, wir nehmen jetzt die Arkebuse. Wir können natürlich auch das Langschwert giftig und das Schild kombinieren. Das wäre besser. Dann hätten wir nämlich die Fernkampfwaffe. Mein Inventar Oder? ist voll. Könnten wir ja machen. Theoretisch, wenn ihr das wolltet. Ihr Aber Begleiter hat erstmal sich auf den schicken Weg wir Wayne gemacht. zum Markt. Und machen hier mal ein bisschen weiter. Schnetzeln hier mal ein bisschen weiter. Und wie gesagt, ich möchte euch nicht in Need for Speed mit meiner Stimme nerven. Deswegen würde ich darauf erstmal verzichten wollen. Und nur Torchlight machen wollen, um euch mit dieser ekelhaften, verschnupften, dämlichen Stimme nicht unnötig belasten zu wollen. Und ja, mal gucken, wo wir heute so hingelangen. In den Totara-Höhlen Ebene 18. Und jetzt geht es weiter, was ich schon vorhin gesagt habe, geht es jetzt schon weiter. Und das ist auch gut so, weil es einfach gut so ist, dass wir das weiterspielen. Also, herzlich willkommen in 2013. Euch begrüßt ein wohliges Feuer. Es spendet Wärme und Trost. Also ein warmer Empfang hier in 2013. Erstmal herzlich willkommen da. Und ja, mehr will ich dazu nicht sagen. Außer, dass wir gerade eine schwere Lederbrustplatte bekommen haben an diesem Feuer. Ich glaube, jawohl. Es ist ein cooles, warmes Feuer, wo wir jetzt dran stehen. Aber ich würde mal sagen, wir gehen einfach mal weg. Wayne kommt gleich wieder. Oh, ein Tor. Was ist denn dahinter? Geld. Gold. Geld. Gold. Aurum. Dann noch ein paar. Eine Falle wurde ausgelöst. Verkölbe und Töpfe. Aber ich glaube, wir gehen nochmal ans Feuer. Ah, es spendet Wärme. Und hier noch irgendwas Besonderes? Nein, nichts Besonderes. Nur toll. Bringt uns nichts. So, in 10 Sekunden ist Wayne wieder da. Ich esse mal ein bisschen Fisch. Yep, das hilft uns weiter. Und ah, ein Hinterhalt. Gut. Das habe ich ja schon vermisst, diesen Hinterhalt. Mein Inventar ist voll. Ihr Begleiter ist zurück. 778 Gold. Das kann sich doch sehen lassen. Und jetzt beladen wir ihn mal mit dem anderen Mist, den wir gerade aufgegabelt haben. 203. Und die hat 201. Wie wär's denn, wenn wir statt Fernkampf, wie wär's denn, wenn wir da einfach Schwert und Schild machen, also doppelt. Einmal Sense und einmal Langschwert und dieses Kampfschild. Jetzt sind wir gleichzeitig Link
aus Zelda als auch der Sensenmann. Yay! Und unser Inventar ist endlich leer. Ja, wo dieser Edelstein dann noch hinkommt, das weiß ich noch nicht. Steht zwar Quest erfüllt, aber wir haben eigentlich kein Quest in der Richtung. Und ja, wir sind jetzt Link und spacken mit Link rum der guten Seite. Und ja, testen das Schwert aus. Oh, unser Mana geht ganz schnell runter. Warum wohl? Kein Mana mehr, nur wenig. Da ist noch Gold. So. Oh, ein weiteres Erdbeben erschüttert uns. Während wir die zerfletterten Laura noch ein bisschen besiegen. Und sie probieren, Wayne zu zerstückeln. Aber das schaffen sie nicht, weil wir einfach cool sind. Ja, sonst noch hier irgendwas? Nein, dann geht es weiter. Das war ja eine Spitzenidee, meinen Hund Wayne zu nennen. Er schafft einfach alles und überlebt ziemlich lange. So, esse ich nochmal ein Stück Fisch. Da, es füllt sogar Mana auf. Das ist cool. 12 Mana. Cool. Cool. Und hier wieder ein paar Leuchtpilze und da ein. Schütze der Tutara, welche uns in den Rücken geschossen hat, aber nicht lange überlebt hat. Ja. Ich werde langsam böse. Dann packe ich den Sensenmann aus. Stirb, Korb. Stirb, Skelett. Ja. Ein bisschen Geld bekommen. Dein Schimmelpilz. Nur ein Pilz. Schimmelpilz. Schrein der Heilung. Und seine Horde stapft auf uns zu. Mit Kampfgeschrei. Jedoch sind wir stärker als diese Horde. Sie haben eine Falle ausgelöst. Und sind gerade in die Luft geflogen, da wir eine Falle ausgelöst haben. So, die Tutara, die können uns gar nichts. Die werden einfach über die Klippe befördert. Und diese Laura sind auch langsam nervig. Die waren zwar zu Anfang ein bisschen, ja, sehr stark oder auch komisch vom Aussehen her, aber jetzt sind die einfach nur komisch. Und ich gehe mir mit dieser Stimme schon selbst auf den Nerv. Da wieder ein Schimmelpilz. Ganz easy weggeschnetzelt. Und lass uns über die Brücke gehen, mein Freund. Dann noch eine Brücke. Lass uns über die Brücke gehen, mein Freund. Und da sind die Dornenläufer. Und Kulnarfe hat uns wahrscheinlich schon erwartet. Tja, Kulnarfe, ich muss dich leider enttäuschen. Ich bin leider bloß auf der Durchreise und habe keine Zeit für dich und deine Rituale. Ich muss nämlich hier schnell durch und ein Übel von Torchlight. Ja, mein Inventar ist mal wieder voll. Und ein Übel von Torchlight abwenden. Deswegen kann ich dir jetzt nicht. Donnerbüchse des Kolosses, aber benötigt Geschicklichkeit 25. Das ist natürlich bitter. Bitter ist das. Verdammt. Koloss-Donnerbüchse, die wäre ja echt lustig gewesen. Aber wir können sie uns nicht leisten. Wir haben nicht genug Geschicklichkeit, da wir eher der Stärke-Typ sind. Und ich finde sogar das auch gut so. Da haben wir den letzten Fisch gegessen. Das finde ich auch gut so. Und hier liegt noch ein bisschen Zeug rum. Was ist hier noch Schönes? Plattenschuhe listig. Mehr als das andere bringt uns das eh nicht. Also können wir die ja verkaufen. So. Da unten noch was? Na, Glutstammikone. Die uns 40 Gold droppt. Wie man im Englischen so schön sagt. Da noch eine Glutstammikone und Gold. Und ich gehe mir echt mit der Stimme selbst auf den Nerv, mit dieser hässlichen Schnupfstimme. Ich hoffe, es ist aushaltbar. Deswegen habe ich das ein bisschen zurückgeschraubt,
3 Stich Silberring? Nein. Deswegen habe ich das Let's Play ein bisschen zurückgeschraubt, weil ich will euch echt nicht mit dieser nervigen Stimme nerven. Doppelt nervig gesagt. Muhaha. Nein, ich möchte euch echt damit nicht nerven oder irgendwie belästigen mit dieser hässlichen Stimme. Cool, neues Feuer. Papa wird böse. Papa wird jetzt der Sensenmann. Jetzt wird geschnitzelt und jetzt geht's auf die 12 und du kriegst auch eins auf die 12. Und du auch, natürlich. Ja. Papa hat das gut geregelt. Ah, diese dämlichen Spinnen. Fuck. Schwendet in eure ekelhaften dunklen Gänge da unten. Und du auch. Gottholkrott, du. Gossolgrotte. Sie haben Ruhm erlernt. Ja, Heiltrank natürlich zischen erstmal. Denn dieses Gottholkrott hier hat uns ziemlich zugesetzt. Und. Ist am Meer, Kriegsstand feurig. Nö. Brauchen wir alles nicht. Da können wir noch ein bisschen skillen. Jetzt ansturmen. Benötigen wir ja auch mal ein bisschen. Und ja, weiter geht es. Oh, verdammt, ist da dieses dämliche Glutschermykonenvieh. Aber das kriegt uns hinter diesem Tor nicht. Zumindest glaube ich das. Natürlich steht Wayne da wieder voll im Angriffsschadenkreisradius. Wie man das nennen mag. Angriffsschaden. Radius halt. Ihr wisst schon. Ach, aber anscheinend führt da kein Weg vorbei an dieser Mykone. Deswegen wird jetzt die Mykone erstmal um einen Kopf kürzer gemacht. Genau wie ich es mit ihren Kollegen gemacht habe. Und bei mystischer Musik kämpfen wir uns hinfort. Kämpfen uns immer weiter voran. In der Hoffnung. Oh, ein Schwein. Ein Bratschwein. Wow. Aber vorher muss ich erstmal aufräumen. Wir kämpfen uns immer weiter vorwärts. Um Torchlight von der Pest bzw. dem Pesthauch zu befreien. Das alles liegt auf unseren Schultern. Es ist eine große Last. Doch wir werden es mit unserem Kumpan Wayne schaffen. Wir dürfen und können nicht versagen. Denn ein Versagen ist nicht tolerierbar. Mein Gepäck ist voll. Richtig, dein Gepäck ist voll. Ein Versagen dürfen wir nicht tolerieren. Denn wir sind die Hoffnung von Torchlight. Ein schöner Helm, aber wir benötigen dann diese Magie. Mein Gepäck ist voll. Ja, Wayne, auf Wiedersehen. Hat sich wahrscheinlich wegteleportiert oder ist einfach in den Korb gesprungen und hat sich dann wegteleportiert. Ja, was machen wir in die 2 Minuten? Ich würde sagen, wir stehen hier an diesem Grillschwein. Sieht aus wie ein Grillschwein. Kann ich dann ein bisschen, wenn mir die Füße nicht so im Weg sind? Ja, so geht das. In dieses Grillschwein, welches wir später verzehren werden, nachdem wir unseren Hund Wayne wieder bei uns haben. Ja. Er ist in 1.24 wieder da. Wir schauen uns um, ob auch niemand unser Schwein, Bratschwein, Spanferkel klauen möchte und mit verschnupfter Stimme warten wir auf Wayne. Ich werde hier mal ein bisschen erforschen gehen, solange Wayne noch weg ist. Was muss Torf machen? Gut. Hier irgendwas Besonderes? Ein paar Laura, wow. Ist ja nicht gerade so besonders. Ja, und ein Dornläufer. Mal sehen.
Hey, noch ein Dornenläufer. Gilduruk, du hast eh keine Ahnung. Du wirst wahrscheinlich sterben an diesen vielen Brücken hier. Ja, ist ja gut. Da noch was. Da. Stangenachs. Mein Gepäck ist voll. Verdammt, wir müssen jetzt doch auf Wayne warten. Mein Inventar ist mein voll. Inventar ist voll. Gut, das gucke ich mir später an. Jetzt geht's erstmal zu Wayne, welcher uns gleich wieder über den Weg läuft. Und dann mal gucken, was dann passiert. Wahrscheinlich nur gute Dinge. Hier ist natürlich nichts zu gebrauchen. Oder? Mittelgrün. Das ist sie doch. Das sieht doch cool aus. Ich glaube, passt das zur Rüstung? Ja, das passt. Das sicher passt das. Na, boah. Klar, passt. 1287 Gold. Gut gemacht, Wayne. Gut gemacht. Und jetzt erstmal den ganzen Mist hier entfernen. Und dann geht es natürlich in alter Manier weiter. Erstmal 187 Standaxt und 222 Tentakelstab des Soldaten. Ach, Magie brauchen wir nie. Magisches Zeug brauchen wir nicht. Und ja, brauchen wir nicht. Gut, können wir ihn haben. Ich würde mal sagen, wir gehen ans Spanferkel. Und diese Folge ist wieder frisch aufgenommen. Ich werde jetzt gleich wieder eine Aufnahmepause machen, weil mich der Schnupfen doch ein bisschen nervt. Und ich hoffe, wir sehen uns dann gleich wieder. Hoffentlich ohne Schnupfen oder zumindest mit besserer Stimme. Ja, ein Erdbeben hat natürlich gerade wieder erschüttert. Und ja, bei diesem leckeren, saftigen Spanferkel kriege ich Hunger. Ich hoffe, ihr auch. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss.